10 Dinge in Minecraft, die du noch nicht kennst. Und damit Servus, schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und wir wissen alle, den einen oder anderen Punkt kennt ihr schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen ihr kanntet und welchen noch nicht. Damit würde ich sagen, packen wir's an. Kommen wir zu Nummer 1 und vielleicht bin nur ich so ein Trottel, dass ich das noch nicht wusste, aber ich sage euch, es ist wichtig. Ihr alle kennt Soul Sand. Soul Sand kommt vermehrt im Nether vor. Vorwiegend finden wir den natürlich im Soul Sand Valley. Und vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, wenn ich jetzt versuche, auf diesem Soul Sand hier Kies zu platzieren, ist das natürlich kein Problem. Wenn aber Kies von oben herunterfällt, dann geht er kaputt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum? Das hängt auch mit demselben Phänomen zusammen, das mich mit einem Schiff zum Beispiel nicht hier rausfahren lässt. Denn Soul Sand ist einen Pixel niedriger wie alle anderen Blöcke. Und dieser eine Pixel, der uns fehlt, der sorgt auch dafür, dass alle Materialien, die fallen, beim Aufkommen auf Soul Sand kaputt gehen. Ja, und was sagt uns das? Wenn wir mal damit beschäftigt sein sollten, hier an irgendeiner Ecke da erst Lava trocken zu legen und ich platziere einen Kies und er fällt und noch einen dritten und einen zehnten und man denkt sich so, so tief kann das Lava doch gar nicht sein, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass hier unten drunter einfach Soul Sand ist. Das ist mir tatsächlich schon passiert und endlich habe ich die Lösung auf das Rätsel. Nummer 2. Feuerpfeile. Ich behaupte einfach mal, jeder von uns liebt es, Feuerpfeile zu verschießen. Nein, ich zähle auf keine Tiere. Wenn wir aber keinen Bogen mit Feuer zur Hand haben und wir müssen unbedingt dieses Lagerfeuer anzünden, dann können wir uns mit einem Lavaeimer behelfen. Denn schießen wir Pfeile durch Lava hindurch, dann ist es uns möglich, Feuerpfeile zu verschießen. Knapp daneben ist auch vorbei. Und dann können wir easy damit unser Lagerfeuer entzünden. Kommen wir zu Nummer 3 und Nummer 3 ist die perfekte Ausrede für euch. Minecraft macht euch das Bogenschießen schwer. Alles, was ich dabei habe, ist ein Bogen mit Infinity, also Unendlichkeit, einem Pfeil und einem Block, mit dem ich gerade die Zielscheibe gebaut habe. Jetzt ziele ich auf die Scheibe, wir hoffen, wir treffen und ich bewege meine Maus nicht. Erster Pfeil steckt, vierter Pfeil steckt. Und schaut mal, ich habe jedes Mal exakt gleich geschossen, selbe Stärke, exakt die gleiche Richtung, ich habe meine Maus nicht bewegt und alle vier Pfeile sind an unterschiedlichen Stellen gelandet. Kann mir dann bitte mal einer erklären, wie ich auf eine etwas entspanntere Entfernung exakt die Mitte treffen soll, wenn nicht durch Zufall? Die Nähe geht noch. Nummer 4 ist eine super nützliche Information. Bedrock-Blöcke. Bedrock-Blöcke zählen zu den transparenten Blöcken. Ja, ihr seid vielleicht genauso überrascht wie ich, weil ich kann auch nicht durch diesen Block hindurch sehen, aber Bedrock ist transparent. Was genau heißt das dann bitte für uns? Und wofür bitte soll ich diese nützliche Information nehmen? Begebt euch einfach mal ins Nether und grabt bis zur Bedrock-Decke hinauf. Und wenn ihr jetzt habt, unten einen Beacon errichtet, dann werdet ihr ziemlich schnell feststellen, oh, das funktioniert auch im Nether. Euer Beaconstrahl wird ohne Probleme oben durch den Bedrock durchgehen, bis in den Netherhimmel. Aber nicht nur dafür ist es wirklich praktisch. Solltet ihr so wie ich, wie ein Zwerg unter dem Berge hausen und an den ein oder anderen Stellen auch mal bis zum Bedrock runtergraben, dann könnt ihr in Zukunft auf Fackeln verzichten, denn auf Bedrock wird nichts spawnen. Ja, und jetzt wo ich das weiß, springen wir runter und hauen mal die Fackeln weg. Manchmal sind diese Infos auch für mich fantastisch. Bevor wir mit Nummer 5 weitermachen, dürft ihr gerne das Video liken. Und ich habe natürlich noch eine Quizfrage für euch. Welche Blöcke gibt es in jeder Dimension? Wie viele Dimensionen haben wir? Wir haben das Nether, die Oberwelt und das End. Und welche Blöcke gibt es in jeder Dimension? Schreibt es mir in die Kommentare. Weil die Quizfrage gerade über Blöcke ging, machen wir weiter mit Blöcken. Welcher Block ist noch seltener wie Ancient Debris? Ich habe den hier extra in so einen Bundle reingepackt, dass ihr nicht gleich mitkriegt, welcher es ist. Wir begeben uns dafür natürlich ins Nether. Noch seltener wie Ancient Debris ist Gilded Blackstone, denn den findet ihr nur hier in Bastionen. Und Bastionen findet ihr allgemein auch nicht allzu häufig im Nether. Deswegen ist die Zahl an Gilded Blackstones definitiv begrenzter wie Ancient Debris. Jo, und jetzt kenne ich mich mit der Statistik nicht so ultra genial aus, aber es kann gut sein, dass Deep Slate Coal Ore noch seltener ist. Also, wenn ihr ein neues Währungssystem in Minecraft braucht und überhaupt keinen Bock mehr auf Diamanten habt, Gilded Blackstone, Deep Slate Coal Ore, damit könnt ihr ab sofort auch zahlen. Nummer 6 wird euch gefallen, denn jeder hat diesen einen Freund, der immer gerne mit TNT spielt. Nein, ich kenne so jemanden nicht. Und dieser eine Freund hat echt Spaß daran, immer wieder Dinge in die Luft zu jagen. Damit
ist aber jetzt Schluss. Denn wusstet ihr, dass wenn euer Freund mal wieder auf die Idee kommt, haha, ich spreng deine Base, dass ihr einfach nur hergehen müsst, einen Amboss über dem TNT platzieren und boom, es passiert gar nichts. Ein Trick, den ich ganz sicher demnächst anwenden werde. Ich bin schon so gespannt auf die Reaktion. Nachdem ich euch bei Nummer 6 geholfen habe, Explosionen zu verhindern, helfe ich euch bei Nummer 7 wieder, Dinge in die Luft zu sprengen. So wie es sich einfach gehört. Und diesmal zeige ich euch, wie ihr TNT unter Wasser zünden könnt. Das geht nämlich auch. Normalerweise läuft das ungefähr so ab. Es passiert gar nichts. Wenn ihr aber ein TNT platziert und einen Sand oben drauf und dann entzündet ihr das, fällt der Sand in das TNT, das TNT liegt im Trockenen, boom, ihr macht eine Riesensauerei. Und was passiert, wenn ich jetzt ein TNT unter Wasser zünde mit einem Sand drauf und einem Amboss oben drauf? Ah, der kommt zum Stehen, folglich Explosion, boom, kaputt. Kommen wir zu Nummer 8 und jeder von euch hat diesen einen Freund, ja schon wieder, der immer gerne Unsichtbarkeitstränke trinkt und dann rumläuft und keiner sieht ihn. Und wenn ihr es nun leid seid, dass unsichtbare Leute immer wieder bei euch in die Base reinsneaken, dann könnt ihr das verhindern. Ja, mit Verzauberungstischen. Obwohl ich hier gerade unsichtbar umherlaufe, erkennt das der Verzauberungstisch, dass sich ein Spieler in der Nähe befindet. Denn wenn sich kein Spieler in der Nähe befindet, ist das Buch geschlossen. Wenn aber ein Spieler in die Nähe kommt, dreht sich das Buch zum Spieler hin und öffnet sich. Also, niemand kann mehr bei euch reinsneaken, denn das Buch verrät ihn. Nachdem wir heute schon einen Tipp zum Beacon hatten, kommen noch ein paar mehr Beacon-Tipps. Habt ihr euch schon immer gefragt, warum diese Pyramiden aussehen, wie sie aussehen? Nee, habt ihr euch wahrscheinlich nicht, weil sie sehen wahrscheinlich ganz cool aus. Aber gehen wir mal rein. Wenn wir reingehen, haben wir hier unten diesen großen Raum, wo wir alle wissen, wenn wir den Block abbauen, wenn wir da drauf springen, dann entzündet sich das TNT. Und drunter den Raum kennen wir alle und wissen auch, warum und weshalb er da ist. Schatzkammer halt. So, wir können aber hier über die Türme seitlich nach oben kommen und kommen dann in einen Raum rein, wo noch niemand so recht wusste, was der eigentlich soll. Ja, und wusstet ihr, dass er exakt so groß ist, dass er hier einen kompletten Beacon hineinbekommt? Die Grundfläche ist 9x9 und nach oben hin wird immer alles einen Block kleiner und ihr könnt perfekt einen Beacon platzieren und habt den maximalen Effekt. Komm, seid ehrlich. Das wusstet ihr noch nicht. Und wenn ihr es wusstet, habt ihr das schon jemals getan? Also ich noch nicht. Bevor wir zu Nummer 10 kommen, kommt die Auflösung des Rätsels. Welche Blöcke gibt es in jeder Dimension? Das ist einmal der Bedrock-Block, der Obsidian-Block und zu guter Letzt die Kiste. Wer hat's gewusst? Ab in die Kommentare. Nummer 10 ist für unsere Flower Power-Freunde, denn ja, das wusstet ihr. Wir können Beacons einfärben. Ja, zum Beispiel rot oder blau oder alle Farben, die wir halt so haben. Aber wusstet ihr auch, dass wenn ihr zum Beispiel gelb und rot kombiniert, bekommt ihr orange. Und wenn ihr nochmal rot oben drauf packt, bekommt ihr ein etwas dunkleres orange. Und wenn ihr dann noch blau dazu packt, geht's Richtung lila und so weiter und so fort. Das heißt, mit allen Farben und farbigen Gläsern, die wir so haben, haben wir insgesamt 12.326.391 verschiedene Farbkombinationen, die für einen Beacon möglich sind. Kann das bitte jemand rein rechnerisch nachprüfen? Ich habe die Zahl bloß aus dem Internet geklaut. Danke. Das war's mit den 10 Ideen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, ich habe schon eine ganze Menge 10 Dinge Videos gemacht. Viel Spaß beim Anschauen. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!